Servus Leute, nachdem ich in den letzten Videos ja bestimmte linke Argumente, die ich halt immer so häufig bringen, zerlegt habe, geht es in dem heutigen Video um die Frage, soll man mit Linken überhaupt diskutieren? Und das, was ich jetzt sage, das ist meine persönliche Meinung und die lautet Jein. Zum einen ist es natürlich immer so eine Sache, ja, also die meisten Linken sind halt festgefahren, also die haben ihre Ideologie, ihre Denkweise im Kopf und die lassen sich davon auch nicht abbringen, also ich kenne es halt von mir persönlich, ja, ob das jetzt persönliche Gespräche sind oder ob das im Internet ist, auf Facebook oder anderen Social Medias, wo man mit diesen Leuten eben diskutiert oder in Berührung kommt damit. Es kommen eben, wie gesagt, immer dieselben Argumente. Meistens sind diese Leute faktenresistent, also da kann man keine Ahnung, egal was vorlegen. Das ist dann alles irgendwie Verschwörungstheorie oder rechts oder keine Ahnung was. Ich sage einfach mal so, ich bin ein Mensch. Ich finde, man sollte mit jedem diskutieren, der sich respektvoll einem gegenüber verhält. Das heißt, wenn jetzt ein Linker, ob das jetzt einer von der Antifa ist oder sonst was, wenn der sich mir gegenüber respektvoll verhält, mich nicht beleidigt, normal mit mir diskutieren will, bin ich ein Mensch, ich bin immer für eine Diskussion offen. Klar, es gibt wahrscheinlich auch viele andere, die eben anders denken, die sagen, ja, mit diesen Leuten braucht man gar nicht erst reden. Wie gesagt, ich denke mal, jeder Mensch hat irgendwo seine Sozialisierung, hat irgendwo sein Weltbild aufgebaut oder eben indoktriniert bekommen. Und letzten Endes, was ich über Linke denke, ist einfach, diese Leute tun mir irgendwie leid, ja. Also diese Leute meinen auf der richtigen Seite zu sein, aber letzten Endes lassen sie sich halt einspannen. Wenn man sich jetzt mal Linke anschaut, ja, wir sind gegen den Staat, wir sind gegen das System. Also letzten Endes ist die Denkweise ja, der Staat ist eigentlich total faschistisch. Also der deutsche Staat jetzt oder allgemein die westliche Welt ist faschistisch und sie kämpfen praktisch gegen den Staat, der sie ja unterdrückt, also gegen Polizeigewalt etc. pp. Das Lustige ist, die Leute merken ja selber nicht, dass sie eigentlich nur Marionetten sind, die vom Staat selber bezahlt werden. Und das Geile ist, wenn ich das jetzt sage, dann wird es wahrscheinlich auch wieder heißen, ja, Marionetten, was ich irgendwie, Weltverschwörungstheorien und bla bla bla. Sache ist einfach, wenn man sich das mal anschaut, Demos, ja, da ist eine AfD-Demo, es werden Linke mit Bussen angekarrt, ja, die bezahlt werden. Und von wem werden die denn bezahlt, ja? Also zahlen die das aus eigener Tasche oder wer finanziert das Ganze denn? Ja, das sind ja wirklich, ist ja der Staat praktisch. Es werden Autos angezündet oder so. Wer schützt denn diese Leute? Warum werden diese Leute denn nicht verfolgt oder wirklich bestraft? Ja, also wenn man sich jetzt mal anschaut, was zum Beispiel bei G20 in Hamburg passiert ist, würden das Rechte machen, würden das Patrioten machen? Es würde die nächsten 40 Jahre in allen möglichen Zeitungen auf dem Titelbild sein. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach so. Letzten Endes denke ich mal, wenn man halt mit diesen Leuten diskutiert, vielleicht kann man tatsächlich den einen oder anderen irgendwie zum Nachdenken anregen, weil ich finde halt, jeder sollte, ja, also auch bei mir genauso, ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir linke Argumente bringe, ich denke auch drüber nach, ja, oder ich informiere mich auch darüber. Und genauso sollte man als Linker genauso dann so sein, dass man sagt, okay, ich bin zwar eine andere Meinung als der, aber ich höre mir trotzdem mal die Argumente an oder ich forsche mal nach, hat er vielleicht doch recht. Und je nachdem eben, wie indoktriniert einer ist, ja, das gilt jetzt für rechts wie für links, ja, ist es natürlich immer schwer, teilweise an solche Leute dann ranzukommen. Also einer, der halt wirklich linksextrem ist oder wirklich bei der Antifa ist, der wird jetzt nicht, da ist eigentlich eine Diskussion in dem Sinne natürlich sinnlos, weil der jetzt nicht sagen wird, okay, du hast mir jetzt irgendwie fünf Argumente gebracht, eigentlich hast du ja recht, ja, ich habe total falsch gelegen. Ich meine, die Leute, die beharren auf ihrem Weltbild, klar, jeder Mensch hat eben irgendwie sein Weltbild, auf dem er eben sein Denken aufbaut. Aber eben je nachdem, wie indoktriniert Leute sind, kann man immer versuchen, den einen oder anderen zu erreichen. Oder eben, wie gesagt, zumindest ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Deshalb ist eben meine Meinung, man sollte auf jeden Fall diskutieren, auch wenn es manchmal nervig, also nervenaufreibend ist. Also ich kenne es ja selber, eben, es kommen immer dieselben Argumente, es ist immer dasselbe. Du wirst immer irgendwie, egal was du sagst, du wirst sofort irgendwie als Nazi hingestellt, obwohl du halt überhaupt nichts damit zu tun hast oder überhaupt nichts irgendwie Rassistisches, Faschistisches gesagt hast, ja. Also ich sage dir, wenn man sich jetzt meine Videos mal anschaut, ich bringe Fakten, ich hetze weder gegen irgendwie andere Völker noch sonst irgendwas, ja. Das sage ich auch in jedem Video, das ist absolut nicht meine Denkweise ist. Und trotzdem werde ich für diese Leute Nazi sein, ja. Also klar, wenn du natürlich dann, wenn dir natürlich Leute schon so kommen, ja, hey du scheiß Nazi oder keine Ahnung was, dann muss ich halt sagen, klar, das ist zum Beispiel für mich so ein Ding, wo ich sage, auch da würde ich mich natürlich vielfältig verhalten, würde sagen, du, wieso bin ich Nazi, wie kommst du auf sowas? Aber letzten Endes, da merkt man natürlich gleich, ja, das ist mehr oder weniger nicht fruchtbar, die Diskussion. Aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, ist meine persönliche Meinung, wenn mir gegenüber jemand sich respektvoll verhält, ernsthaft diskutieren will, auch wenn ich dem seiner Meinung bin, genau das ist eigentlich das, was ja eine Demokratie ausmacht.
Oder was mir eigentlich persönlich auch sehr wichtig ist, dass einfach Meinungsfreiheit herrscht. Ja? Also wenn ein Linker meint, er muss Deutschland scheiße finden, soll er es halt meinen. Ja? Solange er mich in Ruhe lässt und akzeptiert, dass ich Deutschland halt liebe oder dass ich meine Heimat liebe, ja, ist ja alles in Ordnung. Und ja, deshalb finde ich, ist es schon sehr wichtig, vor allem da ja auf der Seite der Patrioten, also auf unserer Seite, einfach die besseren Argumente sind. Ja? Also wie gesagt, schaut euch meine Videos an, wo ich jetzt einfach mal ein paar linke Argumente zerlegt habe. Auch da wieder, falls ihr noch weitere Argumente habt, die ich behandeln soll, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Bin ich immer dabei, weil ich das, wie gesagt, selber sehr lustig finde. Weil eben, wenn man die Argumente mal näher betrachtet, man merkt einfach, es ist, ja, es klingt auf den ersten Blick eben immer logisch, aber eben, wenn man mal drauf, näher drauf eingeht und sich mal ein bisschen informiert darüber, ist es alles immer so ein Widerspruch in sich. Und deshalb eben, denke ich, ist es eben auch wichtig, mit diesen Leuten zu diskutieren, weil die vielleicht selber einfach diese Denkweise haben. Oder nachreden, eben indoktriniert durch den Staat, durch die Medien etc. pp. Und eigentlich selber gar nicht wirklich drüber nachdenken. Und vielleicht kann man wirklich den einen oder anderen mit sowas erreichen, der sich vielleicht selber mal Gedanken macht, über seinen Horizont schaut und man merkt so, stimmt, eigentlich hat der ja gar nicht mal so Unrecht mit dem, was er sagt. Eigentlich ist es teilweise eben unlogisch. Weil eben diese linke Ideologie eigentlich zum einen auf Selbsthass beruht, ja, ist meiner Meinung nach. Also jetzt gerade in Deutschland eben. Wir sind schuld am Zweiten Weltkrieg, wir sind schuld an dem und dem und letzten Endes haben wir aufgrund dessen kein Recht drauf, stolz zu sein auf unser Land. Dass natürlich dann andere Länder genauso Dreck am Stecken haben, wird natürlich dann gern unter den Teppich gekehrt. Ja, man hasst sich eben selber, man verachtet sich selber, man verachtet eigentlich alles, was man ist. Ja, also ich meine, ich bin nun mal Deutscher, ich bin nicht schuld daran, dass ich als Deutscher geboren wurde, kann man natürlich jetzt sagen, klar, wie kann ich dann stolz drauf sein, aber ich kann eben auch nichts dafür. Ja, ich habe nichts getan, ich habe keine Menschen vergast, ich habe keinen Zweiten Weltkrieg angefangen. Und warum soll ich mich dann dafür schämen, ja? Warum soll ich dann irgendwie eben alles, was ich bin praktisch, meine Heimat, alles verachten, ja? Meine Sprache, meine Kultur, meine Werte. Vor allem, da das Lustige ist, dass die Linken ja selber immer sagen, ja, sie stehen ja für Demokratie und kämpfen eben gegen die AfD zum Beispiel, weil die demokratiefeindlich ist. Aber sie sind ja selber praktisch gegen den Staat. Sie sagen ja selber, fuck the system, fuck the cops und so weiter und so fort. Also, das ist ja schon wieder so ein Widerspruch in sich. Es ist eigentlich eben komplett unnatürlich. Es ist eigentlich nicht normal, sich selber zu verachten. Oder alles, was man ist, ja, oder auch jetzt Feministen zum Beispiel. Ja, ich meine, ich bin ja kein Frauenfeind. Ich sage ja nicht, keine Ahnung, dass Frauen, was ich, weniger wert sind als Männer oder sowas. Aber dass man dann selber sich als Mann hinstellt und sagt, ja, ich als Mann, ich bin schuld an allem, ich unterdrücke die Frau, etc. pp., ich bin Feminist oder so. Also, das sind jetzt nur kleine Beispiele. Ich meine, jeder, der sich mit dieser Thematik beschäftigt hat, oder allgemein mit dieser linken Ideologie, es basiert eigentlich alles darauf, sich selber runterzumachen. Sein eigenes Land, seine eigene Identität, seine eigene Kultur, alles eben, was mit einem selber zu tun hat, was irgendwie weiß, deutsch, europäisch, männlich ist, ja, zu verachten. Und das Lustige ist eben, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel irgendwelche Demos anschaut, es sind ja meistens linke, weiße, ja, Europäer, Deutsche, die da demonstrieren. Ich sage, ich kenne Ausländer, die sagen selber, türkischstämmige Ausländer, schwarze Ausländer, ja, die sagen, warum schämt ihr euch dafür? Ja, wir sind doch genauso stolz auf unser Land, wir sind doch genauso stolz auf unsere Hautfarbe, auf unsere Herkunft, auf unsere Ethnie, auf was auch immer, ja. Die haben damit überhaupt kein Problem. Also sind ja letzten Endes sind es ja meistens eben selber, Linke sind ja eben, wie gesagt, meistens selber Deutsche zum Beispiel, die sich eben, wie gesagt, selber hassen, die ihr eigenes Land verachten. Und meiner Meinung nach ist es eben unnatürlich, diese Denkweise, weil es eigentlich schon immer eben so war, dass es eben bestimmte Volksstämme gab, bestimmte Kulturen. Und die immer irgendwie gewahrt wurden, die immer verteidigt wurden. Ja? Also wenn man anfängt bei den Neandertalern oder keine Ahnung, bei den Steinzeitmenschen, die sich eben in irgendwelche Stämme aufgeteilt haben und sich bekriegt haben. Das war schon immer so, ja. Seit es die Menschheit gab, in jedem Winkel der Erde, wo es Menschen gibt oder gab. Und nur, wenn du als Deutscher, und nur heute als Deutscher, hast du kein Recht dazu. Ja gut, ich will jetzt eben, wie gesagt, da groß ausschweifen. Letzten Endes eben mal der Titel des Videos ja, ob man eben mit Linken überhaupt diskutieren soll. Also wie gesagt, jein. Meiner Meinung nach, eben wenn jemand respektvoll gegenübertritt, egal was für eine Meinung der hat, ob der keine Ahnung bei der Antifa ist oder sonst was, wenn einer respektvoll auftritt und respektvoll diskutieren will, bin ich immer bereit dazu zu diskutieren, auch wenn ich sage, ich kann mit der Meinung nichts anfangen, was natürlich auf Gegenseitigkeit beruht. Aber ja, ich finde, es ist eben sehr wichtig, miteinander zu reden, auch wenn es manchmal mühsam ist. Ja. Das war jetzt eigentlich bloß so ein kleines Video, so für zwischendurch jetzt mal, weil ich das eben auch mal loswerden wollte. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer informiert, wenn neue Videos kommen. Es ist jetzt dann noch ein weiteres Video mit meinem Bruder geplant, falls ihr das erste von ihm noch nicht gesehen habt, den Gastbeitrag von ihm.
wo es um das Thema Umweltschutz und Heuchelei geht. Schaut da mal drauf vorbei. Und ansonsten, ja, kannst du mir gerne auch auf Instagram folgen. Das ist mein Instagram-Name. Lass down, like doch da, abonniert mich. Ja, und das nächste Video, irgendwo kommen wird, ist wieder ein Gastbeitrag von meinem Bruder. Da geht es um das Thema Elektroautos. Ja, lasst euch einfach überraschen. Und in dem Sinne, haut rein.